Wer ist das alles? Lollipop. Charlie ist unser junger Mann. Dann Dio. Maybe. Joey. Mein Name ist Yvonne Schmitz. Ich züchte Border Collies. Die habe ich seit 1995. Der erste Wurf ist 2004 gefallen, also das sind fast 10 Jahre jetzt. Der Border Collie stammt aus England, Schottland, aus dem Grenzgebiet und wurde vor 20 Jahren nach Deutschland ungefähr gebracht. Den Border Collie zeichnet aus, dass er wirklich sehr gerne mit dem Menschen zusammenarbeitet. Er arbeitet für den Menschen, also nicht für seinen Spaß, sondern für den Menschen. Der Border Collie wurde gezüchtet, um Schafe zu suchen in den Highlands, versprengte Schafe zu finden und die dann zurückzubringen. Der Border Collie eignet sich für den Sport, für Familien vor allen Dingen, aber man sollte einen gesunden Menschenverstand haben, um ihn halten zu können. Also er eignet sich weniger als Schoßhund. Warum ist er ein Modehund? Weil er so hübsch ist. Hat eine mittlere Größe, schönes Fell. Mittlerweile bekommt man ihn fast in allen Farben. Dann ist er sehr einfach, eben weil er sich anbietet zu arbeiten. Man sollte sich, bevor man sich einen Border Collie anschafft, ganz genau überlegen, was man mit dem Hund machen möchte und sich dementsprechend auch in den Linien ein bisschen umsehen, weil es da sehr viele Unterschiede gibt, gravierende Unterschiede. Es gibt Hunde, die sich nur für die Arbeit eignen, die in der Familie unglücklich sind. Es gibt Hunde, die arbeiten können und in der Familie glücklich sind. Und es gibt die Showhunde, die kann man eigentlich aufs Sofa setzen. Der Border Collie kostet zwischen 800, 1400, 1600 Euro, je nachdem mit VDH-Papieren. Die Lebenserwartung eines Border Collies beträgt in etwa 14 bis 16 Jahre.